Der 30-jährige Computerexperte zieht für die Piratenpartei ins Berliner Abgeordnetenhaus ein. Ein Politikneuling. Beschnuppern von Wählern und Gewähltem. Ich weiß doch nicht, was ihr wollt. Wisst ihr es überhaupt selber? Ja. Über ein Internet immer alles entscheiden. So, ne? Das scheint wohl eine komplizierte Geschichte dann schon für sich zu sein. Ne? Ist nicht einfach, hat keiner behauptet. Ich bin eine ältere Dame und habe sie trotzdem gewählt, weil mein Sohn Physiker ist und hat gesagt, diese Jungs haben gute Sachen. Simon Kowalewski hat ein Informatikdiplom, war bislang Systemadministrator und Betreiber eines fleischlosen Bio-Cafés. Jetzt muss er Fragen beantworten, was sie anders machen werden, seine Piraten. An und für sich sind die anderen halt vor allem berechenbar. Und das sind wir nicht. Und es hat uns noch keiner im tatsächlichen politischen Betrieb erlebt. Und ich denke mal, Angst braucht man vor uns nicht haben. Ich denke, man kann, wenn wir irgendwas machen, was nicht korrekt ist, kann man uns einfach Bescheid sagen. Ich finde die gut. Die sind gut, die Jungs hier. Danke, danke. Gratulation nochmal zu eurem Sieg. Vielen Dank. Davon können die alten Parteien nur träumen. Da kommen ein paar junge Wilde aus diesem Internet und holen in Berlin fast 9% der Stimmen. Über Nacht werden die Piraten zu Polit-Popstars. Also einer der Oberpiraten, wo ist Ihre Augenklappe? Ja. Ja, wo soll die sein? Ist das sozusagen Ihre Arbeitskleidung, in der wir Sie jetzt hier haben? Ja, das ist original meine Arbeitskleidung. So laufe ich seit 20 Jahren rum. Ich gucke jetzt mal Internet und ich verstehe, das ist das Problem. Sie gucken Internet, Sie benutzen es nicht. Das ist genau der Punkt. Ich benutze es schon. Bis nach Asien hat sich der Berliner Erfolg verbreitet. Die Forderungen der Piratenpartei geistern jetzt als kuriose Computeranimation durchs Netz. Kostenloses U-Bahn-Fahren oder die Legalisierung von Marihuana. Christopher Lauer ist der einzige Sakko-Träger in der künftigen Fraktion. Der 27-Jährige studiert Kultur und Technik. Ein Pragmatiker. Die anderen Parteien haben in der Tat noch überhaupt nicht verstanden, was da gerade passiert. Es wird aufs Internet reduziert, was mich persönlich sehr freut, weil ich glaube, solange andere Parteien denken, der Erfolg der Piratenpartei hätte irgendwas mit dem Internet jetzt als reine, ich gucke da eine Webseite im Browser an, Technologie zu tun, dann werden wir auch noch weiterhin Erfolge feiern. Sie meinen es wirklich ernst, auch wenn sie nicht so aussehen. 15 waren nominiert, alle sind gewählt. Die Piraten haben überall Stimmen geholt, am meisten bei Nichtwählern, SPD und Grünen. Für Politikforscher war die Zeit ohnehin längst reif für eine neue Partei. Die Piraten sind eine Art linksliberale Marktlücke gestoßen, die einerseits dadurch offen geworden ist, dass die FDP sich immer mehr ökonomischen Themen zugewandt hat, dass die SPD im Rahmen der Großen Koalition diese gesellschaftlich-liberalen Themen nicht mehr ausfüllen konnte und dass die Grünen zwar diese gesellschaftlich-liberalen Themen vertreten, aber nicht so technikaffin sind, wie sich das viele Anhänger der Piratenpartei wünschen. Piraten ticken anders. Auf einer Messe sitzt einer über Stunden im Hintergrund und bastelt Buttons. Es ist der Bundesvorsitzende. Alle sollen gleich sein, auch die Geschlechter. Frauenquote kein Thema. Stattdessen wollen sie lieber die Anrede Herr oder Frau ganz abschaffen. Piratenlogik. Man ist das Geschlecht, als dass man sich fühlt. Und dazu gehört nun mal auch anzugeben, ich möchte mein Geschlecht nicht angeben, weil es dann zu Verwirrungen führen könnte. Susanne Graf ist allein unter Männern, die einzige Frau in der Berliner Fraktion. 19 Jahre alt, hat gerade Abitur gemacht, wollte studieren, jetzt muss sie ins Parlament. Pirat sein bedeutet, dass man seinem eigenen Gewissen verpflichtet ist, dass man eine Einstellung hat, die die Bürgerrechte ehrt und dass man offen für neue Ideen ist. Und das lässt sich nicht in irgendein Schema quetschen. Erste Fraktionssitzung im Abgeordnetenhaus. Die Piraten haben ihre eigene Netzwerktechnik mitgebracht. Transparent wollen sie sein. Alles übertragen sie live ins Internet. Die Basis darf mitreden und verfolgen, wie sich ihre künftige Fraktion mühevoll zusammenrauft. Aber wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, wir wollen unseren Fraktionsvorsitzenden erst besprechen und ihn dann offiziell wählen, dann finde ich, das ist genau die gleiche Hinterkammerpolitik und ist einfach nicht das, was wir als Piraten machen sollten. Wenn wir irgendwas möchten, können wir alles Mögliche machen. Wir können ja auch einen Großmufti wählen oder so. Christopher, du
wendest hier zum Teil ziemlich krasse Polemik an und wunderst dich dann und dann kritisierst dann Suse, wie sie auf die Palme geht. Freunde, Moment mal, ich kann so nicht verhandeln. Das gab's doch schon mal. Ich kann mich nicht konzentrieren auf die Zoff vor laufenden Kameras. Damals 83 bei den Grünen. Deren alte Haudegen empfehlen heute durchhalten. Macht, was ihr für notwendig haltet. Ja? Ihr wollt Politik machen, welcome in the club. Nun seid ihr in einem Parlament und dann wird man sehen, wie ihr handelt, was wir zusammen machen können. Und ich bin ja eh nicht in Berlin, ja. Aber ich finde, ich kann mich nur wiederholen, locker bleiben, locker bleiben. Cohn-Bendit sitzt heute für die Grünen im Europaparlament. Seiner Fraktion angeschlossen hat sich dieser Abgeordnete, ein Urpirat aus Schweden, der einzige in Straßburg. Zusammenarbeit mit den Grünen, kein Problem. Gewählt werden ist schon was, aber um wirklich etwas zu erreichen, muss man sich eben der Gruppe anschließen, die einem am nächsten steht. Die Piratenpartei macht sich breit. Allein in Europa gibt es sie schon in 15 Ländern. Simon Kowalewski fängt in Berlin erstmal im Kleinen an, bei seinen eigenen Bedürfnissen. Der künftige Abgeordnete ist überzeugter Veganer, ernährt sich seit Jahren ohne tierische Produkte. Das wünscht er sich auch fürs Abgeordnetenhaus. Unsere Kantine im Abgeordnetenhaus kann nicht vegan. Willst du dir das nicht beibringen? Du, sag Bescheid. Ich schule sie gerne. Also von daher, mach das klar mit den Köchen. Das wäre, glaube ich, wirklich grandios. Wir müssen die Welt ja Stück für Stück verbessern, ne? Klar. Die Welt verbessern. Nach Piratenart. Anfangen soll das in der Kantine. Hat es denn in der jüngeren Geschichte, also in der Nachkriegsgeschichte, schon mal ein vergleichbares Phänomen gegeben? Was fällt Ihnen als erstes ein? Ja, es gibt viele, die das mit den Grünen vergleichen. Die Grünen waren sicherlich eine Partei, die in ähnlicher Art und Weise sich erstmal aus einem bestimmten Milieu heraus gegründet hat. Das ist etwas, was bei den Piraten auch ist. Ein Milieu in dem Sinne, dass sie eine eigene Lebenswelt haben, die erstmal von der Mehrheitsgesellschaft nicht direkt nachvollzogen werden kann. Mit eigenen Symbolen, mit einer etwas eigenen Sprache und auch mit etwas eigenen sozialen Formen des Zusammenkommens. Bei den Piraten ist es halt über das Internet. Früher halt bei den Grünen und dann noch stärker bei der alternativen Liste waren das dann natürlich noch offline bestimmte Zusammenkünfte, mit denen dann lange diskutiert wurde und alternative Lebensentwürfe diskutiert wurden. Aber ansonsten, Sie finden den Vergleich eigentlich nicht so treffend? Naja, also gleich ist es, formieren sich zwei neue Parteien, bildend auf einer ähnlichen lebensweltlichen Grundlage. Der große Unterschied ist, in inhaltlicher Natur, dass die Grünen sehr stark aus einer Ideologie der Grenzen des Wachstums herauskommen, sehr stark Technikskepsis betonen und bei den Piraten auf einer ganz anderen Ebene allerdings Technikoptimismus herrscht. Also gesehen wird, es gibt technischen Fortschritt und der ermöglicht uns soziale Partizipation. Was ist aus Ihrer Sicht das ganz Besondere, das Außergewöhnliche, das Einzigartige an den Piraten, an der Piratenpartei? Die Piraten befinden sich in einem Prozess, nämlich in dem Prozess des Verstehens des Internets und der Gesellschaft. Das heißt, sie haben noch nicht die Lösung endgültig gefunden, aber sie haben die Überzeugung, dass mit dem Internet die Gesellschaft verbessert werden kann. Entscheidend ist also, um die Piraten zu verstehen, nicht, dass jetzt vielleicht ein einzelner Programmpunkt das die endgültige Lösung präsentiert. Ja. Dann könnten die etablierten Parteien das ganz einfach übernehmen. Viel entscheidender ist, dass sie so eine Art Schicksalsgemeinschaft sind, derjenigen, die also verstehen wollen, wie man das Internet nutzen kann. Sie haben erst die Ideen, sie haben Überzeugung davon, wie es geht. Die endgültige Lösung haben sie noch nicht, das wissen die aber auch und würden sie auch stellenweise gar nicht verlangen. Und die Wähler verlangen das zum Teil auch nicht davon, dass sie schon die endgültige Lösung haben. Das macht die Piraten aber auch so spannend, weil sie noch Fragen stellt und diese Fragen so stellt, dass sie die Gesellschaft wirklich verbessern wollen. Also die Utopie ist ja ein Mehr an Demokratie und ein Mehr an sozialer Teilhabe und an Freiheitsrechten und auch, wenn sie so wollen, ein Mehr an ökonomischem Wachstum. Wie sind die Chancen von so einer Partei? Die Chancen an solchen Parteien würde ich als gut bezeichnen, weil sie ein eigenes Milieu hat, mit eigenen Werten, mit einer eigenen Sprache, mit einer eigenen Programmatik in dem Sinne, dass die etablierten Parteien das nicht vollständig nachvollziehen können, was die Piraten machen. Das heißt, sie befinden sich nicht auf der Suche, so wie die Piraten, und noch nicht auf diesem Prozess. Die Piraten wissen immerhin schon mal, dass jetzt etwas kommt mit dem Internet,
was noch nicht wirklich von der Gesellschaft verstanden wurde, während die etablierten Parteien überhaupt nur ahnen, dass da etwas kommt, was sie noch nicht verstanden haben, das eher noch dafür nutzen, ihre schon gefundenen Lösungen dort nochmal loszuwerden und zu propagieren. Okay, wie könnte das in 10 Jahren aussehen? Da ist vieles möglich. Ich glaube, die Ideen der Piraten, auch was jetzt so angestoßen wird mit einer größeren Übertragung von Fraktionssitzungen, also hier mehr Transparenz herzustellen, mehr Mitsprache zu ermöglichen, indem man an Programmatik mitschreibt über das Internet. Ich glaube, all diese Dinge werden aufgenommen werden von den Parteien und auch von der Gesellschaft. Und darüber hinaus noch viele andere Dinge der Piraten. Ob die Piraten als Organisation überleben, ist eine ganz andere Frage. Das hängt davon ab, ob eine Integrationsfigur auftritt, was für andere Themen erstmal die politische Agenda bestimmen. Also wenn die Euro-Krise noch viel stärker wird, dann wird es erstmal schwieriger natürlich für die Piratenthemen. Wie sieht die Marktlücke aus, in die die Piratenpartei vorstößt? Die Piratenpartei ist eine Art linksliberale Lücke auf den politischen Markt gestoßen, verbunden mit Technik. Grund war einmal, die FDP hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren immer mehr ökonomischen Themen zugewandt und somit nicht mehr gesellschaftlich liberale Themen glaubwürdig vertreten. Die SPD in der Großen Koalition konnte diese Themen auch nicht mehr glaubwürdig vertreten. Und die Grünen, aufgrund ihrer weniger oder geringer ausgeprägten Technikaffinität, konnten diese Themen auch nicht für die Piraten befriedigend aufnehmen. Wie ernstzunehmend sind die? Als Person, als Partei? Mhm. Die Piratenpartei als Ganzes ist ernst zu nehmen. Nicht nur in Berlin, ich würde sagen in allen europäischen Universitätsstädten und wahrscheinlich bald auch darüber hinaus, indem sie die Themen auf die Agenda bringt, nämlich wie nutzen wir das Internet positiv für die Gesellschaft. Welche Eigenschaften hat die Piratenpartei, die ein dauerhaftes Bestehen von der Partei generell wahrscheinlich macht? Sie hat einmal gemeinschaftliche Überzeugungen, nämlich die Überzeugung, dass mit dem Internet die Gesellschaft verbessert werden kann. Und zum Zweiten, sie hat diese Überzeugung aus einer eigenen Lebenswelt heraus, nämlich dass sie mit dem Internet aufgewachsen ist und somit ein eigenes Milieu bildet, das sich ganz stark von den etablierten Parteien unterscheidet. Sie haben eine eigene Sprache.